Okay. Gut, dass Gut. Verbalus nicht da ist. Warum? Ein Geschenk. Nice. Schusch ist einfach ein lauter Mensch. Ja, das, ne? Rote Hosen. Sollst du haben. How do I. Oh, ah! Oh. Pastinakensort! Pastinaken. Ich kann mir Pastinaken machen! Pastinaken. Eine Kleinigkeit für Staatsmeinrichten. Burger Lewis. Bist du schon da? Ich hab ein Modellschiff. Was? Boah! Bist du in deinem Haus schon oder Ja, ich wie? bin hier in meinem Haus. Ah, du bist schon da. Ach so. Ich versuche nur gerade Stuff zu tun. Ah, okay. Ich Dann komme noch nicht können wir ja gleich ganz. spielen, tatsächlich. Ich versuche hier gerade. Ach so, man muss. Ah, okay. So, ich schaue gerade mal, ob der Ton wirklich passt. Nicht wundern. Alter, wer packt denn sein. Okay, Wow. schaut gut aus. Wenn irgendwas ist, einfach meckern. Jederzeit ist immer gut. Aber nur gerechtfertigtes Meckern ist okay. Grundloses Meckern geht gar nicht. Ich hab ne Axt, ich hab ne Axt und ne Sense. So. Okay, dann würde ich, glaube ich, ab Oh. jetzt einfach auch aufnehmen direkt. Ja, mach. Also ich hab schon. Gibt's halt das Spiel? Das Spiel hat Controller Support. Ja. Aber bei mir keine Und über Musik. Steam Link kannst du es auch mit dem Controller auf deinem Handy oder auf deinem Touchpad spielen. Das ist ziemlich cool mit dem Steam Link. Oh, jetzt hat's Musik. Alter, meine Güte, ist das hier unordentlich. Meine Güte. So. Wunder dich nicht. Ganz am Anfang auf meinen Aufnahmen sage ich einmal Hallo. Okay. Und dann nichts mehr. Also dann rede ich nicht mehr 6 Stunden. Ne? Ach so, ja, gut. Den Rest mache ich dann. Dann kriege ich hier ein Mikrofon. Genau. Okay, dann mache ich das mal. Warte mal. Ich schaue gerade noch was. Ah, okay. Okay. Bäh. Hackerlöcker. Hey, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Eroshiba und spiele heute zusammen mit einem Ehrengast Stardew Valley. Aber wer ist das denn? Seit wann bin ich ein Ehrenkleber? Was, ein Ehrenkleber? Ja, ich meine, seit wann mache ich denn sowas? Ich weiß auch nicht. Ich glaube gar nicht. Ich glaube, du bist gar nicht da. Nee, ich glaube, so toll bin ich gar nicht. Okay, dann habe ich heute halt jemanden noch da. Ich spiele Cool. halt mal nicht alleine, wie sonst. Ja, es ist, falls euch wundert, es ist der Mr. Schoschmann. Das ist so geil. Solltet ihr euch gewundert Ich haben. habe schon gewartet. Sag ich's jetzt noch, oder? Nee, wenn du unwichtig bist, brauche ich ja keinen Namen sagen, habe ich mir dann gedacht. Ja, eben, es ist ja, ne? Ja, ist ja dann Dinge. egal. Nein, auf jeden Fall gibt es jetzt bei Stardew Valley eine Beta, dass man den Multiplayer spielen kann. Und jetzt muss ich nicht mehr alleine hier alles kaputt machen, was ich kaputt machen kann. Guck mal, da ist er. Ich hab Kohle. Ah, hi. Du schaust ja cool aus, Ja, Kai. ne? Ich hab gedacht, so ein bisschen Super Saiyajin-mäßig. Ich wollte eigentlich erst ein Afro. Aber dann habe ich gesagt, so ein lieber doch nicht. Ja, du siehst halt echt aus wie einfach eine Anime-Figur. Ja, ne? Ich Sehr sehe echt aus wie so ein. Wie so dieser typische Dragon Ball-Charakter. Ja, voll. So, Oh okay, ich Mann. sehe schon, man kann hier ein Also bisschen das hier ist mein aufräumen. Haus. Und, oh, Nein. warte. Kann man irgendwie Das rennen? hier ist meins. Ich meine, ich kann hier. Ich spiele jetzt gerade mit Controller, deswegen. Pastinaken! Wieso hast du einen Kamin? Ich habe nur eine olle Weil ich. Kommode. Ja, weil ich so toll bin, habe ich einen Kamin. Das Das ist ja doof. Hier. Kann ich Ja, den aber den kann man. irgendwie. Ich habe ein Feuer gemacht. Ich Oh hab Feuer! nein! Hörst du. Ups! Das ist jetzt mein Kamin! Wieso kann ich dein Haus so umbauen? Ah! Okay. Okay. Voll gemein. Ich wusste ja nicht mal, dass das geht. Ich spiele das zum ersten Mal. Ich habe so keine Ahnung, wie hier irgendwas geht. Ich weiß nur, dass hier jede Menge Steine. Das hier. Der ist so unordentlich. Aber hier ist eine Menge Wasser. Hier fühle ich mich wohl. Ja, wir haben extra das mit viel Wasser genommen. Das kenne ich auch noch Boah, nicht. krass. Schön, aber. Aber ja, jetzt müssen wir mal. Man muss mir mal ein bisschen helfen. Es ist das erste Mal, dass ich so ein Harvest Moon-like Game spiele.
Ja, das machst du doch schon super. Kamin klauen, alles ausräumen, was geht. Ach so, ich dachte, wir spielen hier so ein Harvest Moon Abklatsch und nicht hier GTA. Dann müssten wir die Leute noch alle umbringen in der Stadt. Ich meine, das Utensil habe ich. Also. Ach so. Aber du könntest doch jemanden heiraten in der Stadt. Das könnte ich auch. Wenn ich nicht so ein Forever Alone Single wäre. Ja, dann musst du doch alle abknallen. Machen wir uns hier so eine Idylle. Hui. Meine Energie, also muss ich irgendwie auch essen und so? Nur wenn du möchtest. Also wenn du halt deine Energie, also du kannst schlafen gehen, wenn du keine Energie mehr hast. Aber du kannst auch was essen. Aber ich gehe tendenziell einfach immer schlafen. Okay. Sag dem Motto. Braucht nix und schlafen ist schön. Bumm. Baumfell. So, warte mal. Wir können doch gleich mal in die Stadt gucken. Shiva, klau ihm das Bett und stell es zu dir rein. Schlafe ich halt hier draußen. Naja, du kannst ja dann in dem Bett schlafen. Hast du auch einen Kamin? Stimmt auch wieder. Ich will nur wissen, wie ich angeln kann. Du brauchst eine Angel. Was, die kriegst du noch. Was ist das denn hier? Noch jemand? Hier ist noch ein Haus von jemandem. Ja, ich sag doch, ich habe aus Versehen zwei Häuser hingestellt. Kann mal jemand zu Besuch kommen oder so. Das Paket gehört jemandem anderem. Oh, okay, gut. Das hab ich auch schon versucht. Warte mal, kann ich mir sein Bett klauen? Nein, ich will nicht ins Bett gehen. Ich kann mir auch nicht seine Glotze klauen. Ach, Mann. Oh. Geht das nicht? Nee, irgendwie nicht. Ach, aber den Kamin kann man mitnehmen, oder was? Ja, offenbar ja dein Kamin. Das ist ja echt dreist hier. Ja, ne? Ich meine, das ist jetzt... Du hast keine Briefe. Das ist eine Truhe. So eine draußen. Ja, dann gehen wir erstmal in die Stadt, würde ich sagen. Ja, ha? Ist ja nur schon irgendwie 20 Uhr. Jetzt ist ja alles cool. Wo bist denn du? Ach, da. Ja, macht ja nichts. Vielleicht ist ja noch jemand auf. Eben. So, mal gucken, Kamin, was ist weil denn? Wegen Haupthaus, ja. Ist ja mal wieder typisch. Scheiße, es ist schon echt dunkel. Shit's getting dark. Oh, ein Fragezeichen. Hm. Hä? Aushilfe gesucht. Heute hängt hier nichts aus. Was? Sucht ihr jetzt eine Aushilfe oder nicht? Ich will den Job. Ich will den Job für nichts. Ja. Ich möchte für nichts bezahlt werden, bitte. Oh, schon zu. Skandal. Es ist verschlossen. Auch schon zu. Auch schon zu. Meine Güte, die Zeit vergeht hier aber. Ja, weil man so viel Spaß hat, gell? Kann ich hier einfach so fremde Dings abholzen? Ich glaube nicht. Oh, shit. Hier kann man rein. Guten Abend. Ich habe den Friedhof gefunden. Na, wie war deine... Ja, da bin ich auch gerade drüber. Das ist ein fucking Mausoleum. Wie war deine erste Nacht in der alten Hütte? Ich habe da noch gar nicht geschlafen. Levis, bist du nicht Bürgermeister? Bürgerlord? Ich schenke ihm mal Kohle, vielleicht freut er sich dann. Der Gedanke zählt, nicht wahr? Willst du Gras? Der Gedanke zählt, nicht wahr? Bitte Harz? Heute bereits. Ich hab ihm schon Geschenke gegeben. Ja, ja, du hast ihm das schon geschenkt. Ist nicht gut, Louis, befreundet sein und Schlafzimmer. Okay, ich will da auch gar nicht rein. Na gut, dann gehen wir halt schlafen. Der Kerl lebt neben dem fucking Friedhof. Mhm, bisschen Alter. Gruselig, ne? Spooky. Möchte ich jetzt nicht so gern. Ich glaube, ich holz noch schnell ein paar Bäume ab, bevor ich ins Bett gehe, damit es sich lohnt. Ich meine, jetzt mal ganz doof gefragt, aber was passiert, wenn wir out of energy sind? Dann fallen wir einfach um. Achso, dann sterben wir einfach. Nein, wir fallen um und... Bin ich jetzt richtig gegangen? Ich glaube, wir sind südlich von unserem Zuhause. Hier ist... Okay, wir... Ja, doch, warte, hier waren wir... Hier war ich... Ich hab mich verlaufen. Ich glaube, ich auch. Nein, das ist falsch. Okay. Öka! Au! Es ist nicht stark genug. Okay, ich merke schon. Ich finde nach Hause. Im Dunkeln.
Weißt du, das letzte Mal, als ich so nachts durch Wälder gelaufen bin, war ich besoffen. Das waren Zeiten. Aber, ja, oh ja. Oh, wir sind da. Ah, cool. Vielleicht sind wir ja auch gerade besoffen. Hauen irgendwie nichts. Die Bäume um. Alter, mein Haus ist scary. Ins Bett also gehen. Ich schlafe. Yes. Achso, ich müsste auch auf dich warten dann quasi. Ja. Ich kann ja allein schlafen. So, jetzt müssten wir eigentlich Post haben. Was? Andere? Warte mal. Stein. Ich bin der andere Spieler. Im Salon kann man tatsächlich Bier kaufen. Oh, kann man sich auch wirklich betrinken? Das wäre ja lustig. Oh, shit, boy. So total besoffen an die Bäume fällen. Moin! Mein Baum. Okay, what Post. To do? Post, Post, Post. Hallo, bin gerade von einem Angeltrip zurückgekommen. Angeln. Der Typ ist mir sympathisch. Du solltest mal am Strand vorbeikommen. Ich habe etwas für dich. Jetzt kriegen wir eine Angel. Darf ich mal kurz fragen, wieso das hier blubbert? Jetzt blubbert's. Halt mich nicht für wahnsinnig, aber da oben hat's gerade. Da hat's gerade so geblubbert. Da, wo es dunkel ist. Da hat's geblubbert. Oh nein. Doch. Du hast wahrscheinlich einen Stein reingeworfen. Ich habe nichts geworfen. Vielleicht ist es ja auch nur Nessie. Ja, das würde ich ja noch hinnehmen. Dann kannst du ja da oben mal angeln. Vielleicht ist es ja ganz gut. Das werde ich auch. Das ist ein verfluchter Angelplatz. Die Dinger sind immer legendär. Das war ein Kapador, meinst du? Stell dir mal vor, das ist ein Kapador hier. Verschlossen. Wo ist der Strand? Wo ist der Strand? Eigentlich ist hier überall Strand. Technisch eigentlich gesehen. Eigentlich schon, gell? Es ist überall Sand. Ist was überall. Ist denn? Nee, das ist bereit. Ah, ich will damit fahren. Außer Betrieb. Verschlossen. Ist das eine Schmiede hier? Ich guck mal auf die Karte. Es gibt eine Karte? Ja, mit M. Ich habe jetzt einen Controller, deswegen. Ach so. Soziale Karte hier. Ah, da unten. Das Glas. Joja-Markt. Ich habe Jojo-Markt. Ich auch, immer. Okay, also Richtung Süden. Okay. Now I get it. Ja, genau. Einfach immer runter. Wo ist denn mein Kopf? Ach, da. Unter deinem Kopf. Jetzt ist die Frage, wie wieso ist dein Kopf wichtiger als mein Kopf? Das liegt an den Haaren. Ja, ich glaube auch. Liegt an dem Spiky her. Ach, guck mal. Eine Brücke. Oh. Musst du das eine tun? Oh. Ein Video. Wie er da seine Pfeife raucht. Süß. Willi. Oi, Burschen. Hab hier als Neuling in der Stadt. Gut für dich, gerne dich kennenzulernen. Oh, versuche immer noch weh abzuschalten. Noch den ganzen Monat auf der Schwarzen See. War ziemlich großer Fang. Haben mir einen guten Fisch verkauft. Hey, nur gespart, um mir eine Angel zu leisten. Hier, du kannst meine Rolle haben. Mir ist es wichtig, dass du die ganzen kurzen Filme nicht mehr vergessen hast. Und hey, vielleicht kaufst du mir hin und wieder mal was von meinem Laden. Geil! Du das hältst Beste Bambusstange. Ich hab die Hälfte verstanden, weißt du? Fuck the stone. Ja, Tom, gib es gutes Wasser. Ey, mögliche Fische. Eine Bambusstange habe ich. Ja, super. Was soll ich denn damit? Oh ja, mein Lord, ganz wieder war offen. Komm vorbei, wenn so du vorrede, Bros. Ich komm vor allem, was du fängst. Wenn das Ding verkauft, ist bestimmt. Ja, der Verdammt hat zumindest immer gesagt. Der kauft alles. Also auch wenn ich Kartoffeln fange. Bestimmt. Warum solltest du eine Kartoffel aus dem... Okay, warte mal. Wieso nicht? How does one... Oh. Hadouken! Ja. Und dann heißt es warten.
I guess. Danke für die Follows und die Bits. Dankeschön. Eine Bambusstange. Mit der angelt sich's am besten. Hadoken! Oh, 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 da ist was! Oh. Woran erkennst du, dass da was ist? Das blubbert dann so. Ah, das blubbert dann so. Weil bei mir blubbert gar nicht. Dann mach, dass es blubbert. Funktioniert nicht. Ich versuch's mal hier. Hiya! Ist entspannt. Voll. Mit der Seele im Nacken. Ich hab da ja nicht so die Geduld für, ne? Ja, ich eigentlich schon. Das ist so eigentlich total mein Stick. Bei Angel. Weißt du was? Ich versuch's woanders. Mein. Moment, brauche ich vielleicht einen Köder dafür? Ich glaube nicht. Forellensuppe, nee. Ich lieber erstmal auf Abstand geht, sobald er ankam. Ja, ich weiß ja nicht, vielleicht vertreibt der mir ja die Fische. Probably. Warte mal. Da gehe ich lieber mal ein Stück zur Seite. Ich habe eine bessere Idee. Ich gehe da. Ach, Inventar voll. Shit. Vor allem so mit Pups-Explosion und so. Wer weiß, was da passiert. Kann ich? Ich sehe, dass ich da unten mehr Inventar habe, aber ich kann da irgendwie nichts hinpacken. Fackeln, Holz und Harz. Ah, I see. Ein Holzzaun? Ah, I see. Holzschild. Weißt du, ich... Hast du mich gerade mit Stein beschmissen? Nein. Wait, what? Du hast keinen Platz. Ich weiß, das ist mein Problem, aber hier sind schöne Muscheln. Ich geh mal... Oh, willst du die haben? Na, ich komme hier später nochmal hin. Ja, die ist später sicher auch noch da. Ja, eben. Das sind Muscheln. Sewer? Ja. Kann ich da hin? Ja, unten rum. Oh ja. Oh yes. Ich gehe schon mal ein Beet vorbereiten, während du am Angeln bist, ne? Goddammit. Ja. Ich will nämlich die Pastinaken einbuddeln. Okay, du gehst buddeln, ich geh angeln. Ich kenne auch schon, ich weiß genau, wo ich hin muss. An diesem verfluchten Ort, wo ich, ne? Das probiere ich aber auch noch schnell, das will ich auch wissen. Ich mein... Oh, da läuft jemand! Was ist das hier? Wer bist denn du? Wir müssen auch zu allen Leuten Hallo sagen, übrigens. Okay. Jeder Mensch hat unterschiedliche Geschmäcker. Oh, ich habe ihr aus Versehen den Stein angeboten. Willst du einen Stein? Kriegst du nicht, ist meiner. Das ist der Stein der Freundschaft. Oh nein, das hat nicht geklappt. Ich schmeiß ihn einfach weg. Ich bin offenbar nicht mit der Person befreundet, die hier nicht ist. Hallo, es ist nett, dich kennenzulernen. Ja, gleichfalls. Das Problem bei mir ist... Später noch eine bessere Angel. Ja, das denke ich mir. Ich bin dafür ein bisschen zu sozial inkompetent für sowas. Einfach ein Tunnelblick an allen vorbei. Sieht das hier schäbig. Ganz schnell. Dafür, dass das ja mein Angelrepertoire jetzt hier ist, ich habe es jetzt einfach mal beschlossen, sieht das echt schäbig aus. Das müssen wir unbedingt ändern. Steinsuppe! Es gibt nichts Besseres. Genau. So, warte mal, kann ich nicht einfach Zeug hier reinschmeißen? Pastinaken. Shiva zeigt ihre Zuneigung durch das gezielte Werfen von Steinen, sogenannten Love Rocks. Na klar. Okay, yeah. Ihr kennt mich. Let's do this. Wenn ich Leute bewerfe, dann mag ich sie. Hadoken! Ich weiß, dass ihr da drin seid, Fische. Ich weiß es. Ich weiß, dass ihr das wollt. Ich habe genau gesehen, dass da was ist. Oh! Treffer! Sieht so schick aus. Treffer? Was muss ich machen? Drücken. Alles. Ich drücke einfach mal alles. Oh, oh. Ah, ich verstehe. Ich muss diesen Balken so halten, dass ich da... Ah, okay. Ja, das ist ein bisschen knifflig. Okay, jetzt, ich verstehe. Schwarzbarsch! 30 cm! Ja, Wahnsinn! Got a fish! Wow. Bitte den Gegenstand an. Venus... Oh ja.
Oh, yay. Yay. Oh. Humphish! Und Shoryuken! Okay, angeln finde ich toll. Angeln ist schön. Ja, perfekt. Kriegt man auch irgendwie Boote oder so? Ich glaube nicht. Aber das wäre cool. Weil dann würde ich zu gerne raus und... Müll. Ich kann Müll angeln. Wirklich? Ja. Vielleicht kannst du das dem auch verkaufen. Kann ich Müll irgendwie... Ja, ich kann... Ja, ah, beste Müll überhaupt. Müll in den Müll. Okay, ich mach mal hier ein Beet, ne? Damit wir hier noch was... Ich würde sagen, ich räume jetzt hier auch noch mal ein bisschen auf, weil das sieht ja hier... Shit, Alter, das sieht ja hier aus. Wo machen wir das denn? Vielleicht hier ein kleines? So? Ja. Ich meine hier... Wieso ist hier... Wieso habe ich hier so eine Hundeschüssel? Du hast eine Hundeschüssel? Ja, hinter meinem Haus. Das ist... Ich weiß auch nicht, oder? Ich glaube, das ist ein Stück Kamin? Hund oder Katze. Könntest du dir aussuchen, ob du ein Haustier willst? Ich kann da nichts mitmachen. Aber konntest du es dir aussuchen, ob du Hund oder Katze haben möchtest? Nicht, dass ich mich erinnern könnte. Ah, okay, dann kriegen wir nachher eine Katze, weil ich habe Katze ausgesucht. Ah, geil, meine Energie kickt ein. Ja, irgendwann, ne? So, hier kannst du deine Pastinaken noch verstreuen. Ich habe die in die Kiste gepackt, ich weiß nicht, ob du da Zugriff drauf hast. Hm, ich schau gleich. Warte mal. Wenn du willst, kannst du aber schon mal gießen. Ich glaube, du hast sie dir sogar. Oder habe ich die noch? Hä? Ich habe nur meine. Ich habe die doch in die Truhe gepackt. Hm. Oder wo geht diese Truhe hin? Das ist doch eine Aufbewahrungstruhe, oder? Ja. Weil... Oder warte, in welcher Truhe? In welche? In der hast neben deinem Haus. In der Nein, hier da verkauft man. Fuck! Alter! Scheiße! Der hat meine Pastinaken! Scheiße! Du musst sie erst verkaufen, nachdem sie gewachsen sind. Ich dachte, ich mach schneller Profit. Ach so. Scheiße! Deine Kiste ist in deinem Haus. Oh, fuck. Was ist da? Alter, was ist das denn? Solange du nicht was Wichtiges rein hast, irgendwie. Nee, nee, was Wichtiges war da zum Glück nicht drinne. Okay. Wieso spielst du so rangezoomt? Hä? Rangezoomt? Dude, ich spiele das Spiel gerade zum ersten Mal. I have no idea. Du musst unten eine Leiste sehen. Am unteren Bildschirmrand mit deinem ganzen Handwerkszeug. Ja, das tue ich ja auch. Hm. Ich sehe ja. Du solltest eigentlich passen. Ich sehe eigentlich, ich habe alles drin. Gehen wir mal schlafen. Gute Idee. Kaufen wir morgen halt neue Samen. Du kaufst morgen neue Samen. Ja, ich sag, ich habe einen Fisch. Der hat sogar einen Stern, von daher. Den kannst du verkaufen. Ja, eben, dann muss ich in wieder... In der Kiste. Dann kriege ich auch Geld? Ich habe mich nämlich schon gewundert, wo diese sechs Geld herkommen. So. Also der ist da jetzt drin? Er hat 6 Geld gemacht. Mhm. Ich hoffe, der ist da. Okay, warte mal. Ja, Reden ist ja gut. Er wird spät. Wie er das verdient hat wieder. Ist ja gut. Yo, okay. Let's rock. Du und dein Sexgeld. Ah, wow. Mad Cash, yo. Schau, du hast 269 bekommen, weil du die Samen verkauft hast. 150 war es für die Samen. Gemischte Saat hast du auch anscheinend irgendwo gefunden. Ja, die habe ich hast auch du gar nichts für bekommen. Okay, für den einen Fisch habe ich 62 bekommen, ist aber auch nicht schlecht. Ja. Stell dir mal vor, was ich verdienen könnte. Aber die gemischte Saat, die musst du auch einbuddeln. Ich habe, wie gesagt, gedacht, es ist eine Aufbewahrungstruhe. Ich wusste nicht, dass... Ich habe da gar nicht dran gedacht, weil das irgendwie so klar war. Warte auf andere Spiele. Aber klar, du hast ja auch Harvest Moon nicht gespielt. Und nee, so. Eben, also... Ja, weil da war das auch schon so, deswegen habe ich da jetzt gar nicht so drüber nachgedacht, ob das vielleicht was Neues für jemanden sein könnte. Ah, Fortschritt wurde gespeichert. Ah. Perfekt. Ich habe mich gerade schon gewundert.
Oh, I got that cash. Ja, okay. Es regnet. Oh. Ja, wie schön. Okay, warte, wo kann ich neue kaufen? Ich mach meinen Fehler wieder gut. In der Stadt. Okay, auf zur Stadt. Auf zur Stadt. To the city, Held der Erde. Mal gucken. Gucken wir gleich mal. Karte. Klinik, Stadtplatz. So schnell seid ihr pleite und er muss sich prostituieren. Nur wenn er sich selbst in die Kiste legt, Masuna. Ja, eben. Also wenn ich mich in die Kiste leg, ne? Also für jeden Anime-Fan, ne? Okay. Wow. Wow. Ich habe gerade den Aushilfe-Gesucht-Antrag angenommen. Ich habe hier nur einen Kalender. Du musst einen Forellenbarsch fangen und ihm den Willi bringen. Den Willi? Forellenbarsch? Mittwoch, Ruhetag, faule Säcke. Ach komm, leck mich doch. Die haben doch nur zu, alle. Stardrop Saloon. Oh, ab 12 Uhr? Das ist ja nicht mal arbeiten, ist das. Entweder sind wir zu früh oder zu spät. Ja. Er hat Sexgeld gemacht. Ja. Aber so richtiges Sexgeld macht er erst, wenn er sich selbst in die Kiste legt. Weißt du was? Ich gehe jetzt doch erst. Ich gehe erst mal angeln, mach Geld. Und dann kaufe ich die Pastinaken neu, sobald möglich. Ja. Es ist verschlossen. Also. Ja, jedes Mal, wenn ich hierher gehe, ist verschlossen. Ich hab wir haben sowieso ein gemeinsames Konto. Ich kann die auch kaufen. Ach so, die 888 haben wir beide. Ja, haben wir beide. Ah, okay. Cool. Okay, cool. Kriege ich hin. Schaue ich mich hier noch ein bisschen um. Suchen wir mal ein anderes schönes Plätzchen. Ich glaube, ich muss in den Jojo-Markt gehen. War diese Höhle schon immer hier? War das schon immer hinter unserem Haus? Ich weiß nicht. Wir haben hier keine Schule, aber ich gebe alles, um Vincent und Jas ordentlich zu erziehen. Aha. Die haben keine Schule. Ach, so dicke seid ihr. Keine Freunde, aber ein gemeinsames Konto. Ja, so läuft das halt. Hofbuch. Das ist peinlich, aber der letzte Museumsdirektor hat sich mit der ganzen Sammlung aus dem Staub gemacht. Wir haben keine Artefakte, die wir ausstellen können. Riesengebäude und keine Artefakte. Aber ich hoffe, wir können das bald ändern. Falls du irgendwelche Artefakte oder Minerale da draußen findest, kannst du es mich wissen lassen? Brauchen wir irgendwie das sind meine. Kriegen wir irgendwie eine Schaufel noch irgendwie oder so? Ich glaube. Meine Schaufel wäre really sicker shit, weil wir haben auf einmal eine Höhle hinterm Haus. Weil ich kann mich nicht dran erinnern, dass... Wir haben eine Höhle? Ja! Hä? Wo? Hinterm Haus! Ich komme. Obwohl, jetzt hat der Laden, glaube ich, offen. Ich gehe erst in den Laden und dann eben. Ich gucken. Produktivität. Sonst komme ich zurück und dann gehe ich zurück und dann ist wieder alles zu und dann ist blöd. Was ist weinig. Das denn hier für ein... Was ist das? Eine Hagge? Ein Horken? Ein Mordinstrument? Ich mag den Willi nicht. Der macht mir Vorwürfe, weil ich Pause mache. Sackgesicht. Mhm. Weißt du, selber kaum arbeiten, aber... Ja, und ich renne hier im Regen rum auf der Suche nach einem anständigen Laden, weil ich ja gerne arbeiten würde. Die Höhler, der später im Sommer einen nutzen. Ah, okay. Aha. Nimm das Baum! Interessant. Aber die Werkzeuge haben jetzt... Die Werkzeuge haben jetzt nicht irgendwie Haltbarkeit oder so, ne? Nee. Okay, das heißt, ich muss jetzt nicht Angst haben, dass ich hier meine Spitzhacke kaputt mache. Ist nicht Minecraft. Nee. Okay, gut. Da bin ich beruhigt. Ich meine, generell, wir haben hier offenbar eine niedergebrannte Hütte. Dazu werde ich mich nicht äußern. Ich gehe angeln. Was ist hier oben? Ich habe den Supermarkt gefunden. Ich habe die Straße gefunden. Also ich halte eigentlich gar nichts von diesem Supermarkt. Ich habe ja schon ein bisschen gespielt und da kam so durch, dass die wohl voll die Abzocker sind und diesen kleinen Laden verdrängen. Deswegen, wenn es geht, immer lieber bei dem kleinen Laden einkaufen, aber ich brauche jetzt Samen. Okay, der Baum hier geht mir auf den Sack. Was? Was ist... Wait, what? Geh was mal ist weg. Los? Ich finde hier hinter unserem Haus immer mehr merkwürdige Sachen.
Okay, ich guck gleich. Wieso ist hier hinter unserem Haus eine fucking Mausstatue? Was? Oh Gott. Was zur Hölle ist das? Soll ich dir eine Cola mitbringen? I guess. Okay. Mit der kriegst du auch Energie. Weil ich merke gerade, meine Energie ist noch halb leer. Vielleicht sollte ich dieses Mal ein bisschen früher schlafen gehen. Mhm. Vielleicht ich kaufe noch Kartoffeln. Oh, cool. Kartoffeln. Ich habe Lauch gefunden, by the way. Oh, cool. Willst du noch einen Boden oder Tapete haben? Nö, gerade nicht. Ich lebe gern. Ich habe Boden habe ich schon. Aber ich finde die Erklärung so gut. Dekoriert den Boden eines Raumes. Nee, wirklich. Ich hätte mir das Ding an die Wand genagelt, aber okay. Okay. Juhu. Okay, offenbar darf ich nicht zu sehr mashen manchmal. Muss ich mich noch dran gewöhnen, an das Angeln. Ja, es ist ein bisschen knifflig. Es wird knifflig. Knifflig ist gut. So, jetzt laufe ich aber mal nach Hause hier. Bin schon komplett durchnässt. Das macht. Und dann werde ich noch angemault vom Willi, ja? Also, nee. Willi ist sowieso. Willi ist ein Sack. Er will es halt wissen. Ich pflanze. Hahaha. Das war irgendwie falsch. Okay, ich merke schon, wie das Angeln funktioniert, aber ich mag das. Noch ein Schwarzbarsch, noch größeren sogar. Haha, nimm das, Mutter Natur. Ach so, ich hab nur 6 Stück gekauft, nicht 6 Päckchen. Oh, naja. Nicht schlimm. Morgen haben die ja wieder offen, dann kann ich noch mehr kaufen. Man kann auch craften so ein bisschen, so einen Zaun und so. Mit ja, Escape gehst du ja ins Menü. Ich schmeiß mein Zeug gerade aktuell immer noch weg. Grünalge, yay! Könnte ein Holzschild bauen. Oder ein Holzpfad, Holzzaun. Machen wir mal einen Zaun. Bauen wir mal einen Zaun. Einfach mal die Stadt einzäunen. Genau, dass hier keiner mehr herkommt. Ich will meine Ruhe haben. Mag keine Menschen. Yes, Müll. Achievement. okay. Ich schätze mal einfach nur Abfall. Ja gut, das können wir so wegschmeißen. Oh, Treffer. Oh. Das sieht eigentlich ganz... Ah. Oh, was wird das? Aber ein radikaler Fisch gewesen. Oh, ich brauche noch ein Tor. Geil, mehr Alge. Ich stelle mir jetzt einfach mal, Alge ist einfach nur zum Verkaufen da. Ja, würde ich auch sagen. Also, außer du willst ja halt irgendeine Suppe damit machen, so Miso-Suppe oder so. Oh, geil, mit Algengeschmack. Hm. Machst du diese Geräusche? Welche? Ich höre solche Baugeräusche. Ich baue ja, also ich, okay, ja gut. eigentlich mache ich das Gegenteil vom Bauen. Ich fälle Bäume, nicht Häuser. Oh, du Vieh, du. Ich fälle dein Haus. Yes, another one bites the barsch. Okay, ich habe 2... Was bedeutet das, dass ich da einen Stern drauf habe? Dass das was ganz Tolles ist. Irgendwie voll so super selten, bringt dir mehr beim Verkauf. Achso, aber sobald die, damit ich das mal richtig verstehe, die Sachen in der Kiste, sobald ich dir reinschmeiß, ist weg. Sind sie weg, für immer verloren. Okay, aber ja. Ich weiß, dass ich am Ende des Tages Profit mache. Ja, auf jeden Fall. Nice. Na, aber nicht mit allem. Du hast ja diese gemischten Samen da reingeworfen. Ja, eben. Die haben zum Beispiel kein Geld gebracht. Aber bislang habe ich jetzt 2, 3 Fische reingeschmissen heute. Oh ja, schön. Ah, und ich merke jetzt... Aber die Forelle nicht, oder? Na, da haben wir doch den Auftrag. Der Willi will irgendeine Forelle haben. Ich habe noch keine Forelle. Ich habe bislang nur Barsch. Ach so, ja dann. Und eine zerbrochene CD. Oh.
Vielleicht findest du die zweite Hälfte ja. Sternqualität soll heißen, Produkte sind sehr viel, sind sehr mehr wert. Ah. So I get the cash. Hast du mir nicht geglaubt? Ist, ja, wenn Nepp das schreibt, ne, ich meine, ne. Muss auch den Zuschauern mal sagen, dass sie recht haben. Ja, genau. Was ist denn das für ein scheiß Tor? Jetzt komme ich hier nicht mehr rein. Hä? Und eine durchweichte Zeitung. Geil! Weißt du, hier. Einfach um den Typen, der den Scheiß mitnimmt, zu ärgern. Sackgesicht, weißt du, jedes Kommst Mal... Kommst du hier rein? Wo rein? Ich habe hier gerade ein Tor hingebaut, aber irgendwie komme ich jetzt nicht mehr... Na, nicht mit der Angel. Shit, das ist ein... Hat nicht geklappt. Nicht wirklich. Oh Gott, I'm almost dead. Ich geh mal in mein Haus und fetz. Willst du deine Cola haben? Na, ist auch schon spät. Aber ich merke auch, sofern ich jetzt einfach nur hier liege, regeneriere ich auch. Also von daher, mach du mal noch. Also ich recharge ein bisschen. Ich steck mich mal an die Steckdose und. Okay. Ja. Ja, aber ich sehe auch schon nichts mehr. Ich gehe jetzt auch ins Bett. Ich sehe nichts mehr. Ich bin blind. Oh nein. Alles ist weg. Oh, das Schlimme ist, es macht irgendwie süchtig. Folge. Okay, ich hab durch Fisch einfach mal 112 Gold verdient. Eigentlich könnten wir auch nur fischen, gell? Nichts anderes machen. Ah, okay, eine durchneigte Zeitung und durch zerbrochene CD bringt nichts, aber es wird dem euren Dödel mal zeigen, dass ich, don't fucking piss me off. Es ist so dunkel, ich höre dich nicht. Es ist so dunkel, ich riech nichts. Oh nein. Hört nur, ich glaube, ich rieche was. Okay. Gut, what next? Diese Mausstatue ist immer noch hier. Die musst du mir mal zeigen. Ja, komm mal hier hinter mein Haus. Hier. Ah. Was zur Hölle ist das? Ich habe noch so eine irgendwo gesehen. Ich habe keine Ahnung. Und hier ist die Höhle, von der ich gesprochen habe. Ja, die gab's auch bei dem normalen schon. Ich habe keine Ahnung, was damit ist. Ich weiß nicht. Man kann halt nicht wirklich weit, ne? Nee, es ist irgendwie... weißt du, warum mich diese Höhle erinnert? An die Geheimverstecke aus Pokémon Rubin. Stimmt, ja. So. Nachgemacht. Echt mal. Stadio-Nachmachung. Oh, ich will da rüber. Alter, die Bäume sehen hier voll schön aus auf diesen kleinen Inseln. Mm. Was ist das denn hier? Ein Zettel. Schosch, Dude, warte auf meine Rückkehr zu Beginn deines dritten Jahres, Großvater. Großvater, du bist Großvaters Schrein. Ja, geil. Wir werden also im dritten Jahr alle sterben. Okay. Wow! Da kommt dann die Pups-Explosion. Nee, warte. Das ist der Großvater. Jetzt wissen wir es. Deswegen hat er ihn so genannt. Summoning Demons. Oder auch Großvater. Wie kannst du denn die... Kann ich die auch... Ich kann die auch kaputt machen. Oh. Wie machst du das? Magie. Was ist das? Erstmal mit der Hacke draufhauen. Ja, immer. Ja, natürlich. Was mit euch? Gewalt, du kennst mich. Was mit euch kaputt? So, warte mal, ich kann auch Fackeln machen. Wenn die Hacke nicht geht, dann halt mit der Spitzhacke. Wie kann ich die einfach überall hinpacken? Hinkacken? Hinkacken. Oh, yes. Oh, ich kann hier überall hinkacken. Ich mache uns mal ein bisschen, ne, ich sorg mal dafür, dass wir hier ein bisschen Licht haben. Kann ich die hier? Perfekte Dünger. Kann ich die hier einfach? Oh, apropos Dünger, ich muss meine Samen gießen. Unsere Samen. Ah, so. Ich habe mal unser Haus ein bisschen beleuchtet. Ich hoffe, dein Haus fängt nicht Feuer. Oder meins. Ich hoffe auch. Oh, das ist alles ins Wasser gefallen. Kann mir das einer bestätigen? Können solche Fackeln einfach Häuser anzünden? Okay, Opa Lucifer, hier, ich bring dir Kerzen.
Bitte lass meine Seele in Ruhe. So, was können wir denn noch machen? Oh, wir können auch noch ein Tor machen. Wir können auch einen Schotterpfad machen. Oh, wie hübsch mit den Kerzen. Pflasterpfad. Ja, das mit dem Tor hat ja hier irgendwie gar nicht geklappt, ne? Irgendwie nee, ne? Oh, wir können Lagerfeuer machen. Ja, das ist schön. Ist das eigentlich alles, was man herstellen kann? Das bisschen? Oder kriegt man noch mehr? Nee, da kommt noch mehr dann. Huh? Ich wollte gerade sagen, wirkt denn ein bisschen... Oh, da war ein Frosch! Ach, da kannst du dir eine Kiste machen. Auch. Mach dir mal eine Kiste. Eine Vorratskiste. Sollte ich echt. Ah, jetzt habe ich aus Versehen was hergestellt. So. Soll ich die neben die andere stellen? Ah, ich krieg das schon hin. Ich mach das gleich. Schau. Wait, what? Ich habe eine Kiste gebaut, in die man jetzt Sachen reintun darf zum Aufbewahren. Guck. Ah, da ist cool. Nicht verwechseln. Okay, pass auf, dann packe ich da mal die Muschel rein, pack den Lauch da mal rein. Stuff I don't really need. So, heute angle ich hier unten. Okay. Oh, da hat Dorken. Ich probiere jetzt mal was aus. So, was wollte der, unser Nordjung? Der wollte irgendwie eine Forelle. Jetzt geht's! Guck mal, wir haben einen Schauer. Swoop, warte. Der wollte einen Barsch, glaube ich. Cool. 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 Shit works. Ach hier, ich habe noch eine Cola für dich, bitte. Falls du mal voll erschöpft bist. Oh yeah. Dankeschön. Bitteschön. War ja auch dein Geld, ne? Das ist ja unser Geld, technisch gesehen. Ja, ha! aber auch dein Geld. Eine zerbrochene Brille. Oh, eine zerbrochene Brille, die will ich. Ja, willst du? Ja, kann ich die aufsetzen? Ich weiß nicht. Einfach auf mich klicken, ja. Bietet dir seinen Gegenstand an. Eine zerbrochene Brille. Sehr nett. Oh nein, ich kann sie nicht anziehen. Wieder zurück ins Wasser. Nee, geht nicht. Einfach ein Müll. Froh in der Trash. Krieg aber auch nur Schrott. Shoryuken. Du wunderst dich, wieso kein Ton mehr minutenlang bei uns kommt und dann merkst du, dass du gemutet hast. Also. Passiert den Besten. Oh, perfekt, oh, das ist ein harter. Oh, das ist ein harter. Oh, das ist ein großer. Das ist ein Monster. Komm, Nessie. Was mach ich denn? Ja. Ich bin voll müde. Das ist ein normal großer Barsch. Was ist das denn für ein Scheiß? Das ist genau, so einen hatte ich schon. 10 Mal. Ich habe eine Cola geangelt. Cool. Eine volle? Offenbar, weil sie hat sich jetzt mit der anderen gesteckt. Aha. Ich habe jetzt zwei Colas. Ich habe jetzt zwei Jojo-Colas. Cool. Und by the way, ich werde absichtlich Jojo sagen, weil, ne? Ja, weil Jojo. Weil Jojo. Nicht, dass mir Leute in die Kommentare wieder kacken von wegen, das heißt aber Jojo. Und ich sitze da und denke mir, oh, I can read, you know? Yes! Another one bites the Barsch. Ist ja, zwei Barsch, zwei Cola. Meine Güte, ich bin... I'm fucking rich. Wir sollen uns ans Lagerfeuer setzen und das Lagerfeuerlied singen. Och, das kriegt man hin. Das Lager... Ich wollte sowieso gucken, ob man, wie man ein Lagerfeuer baut. Dann ist die Frage, wohin mit dem Lagerfeuer? Ich trinke jetzt meine Cola. Ich bin so müde. Ich kann kaum noch gehen. Hui! Ich hab einen Gotteslachs. Ui. 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 Gottes. Ich hol noch ein paar Samen. Ich bin jetzt voll fit. Hui. Um Gottes. Cola getrunken. Um Gottes. Ja, gute Idee eigentlich. Cola trinken. Yes.
Chuck, Chuck. Das, okay, plus 13 Energie, das war jetzt nicht so viel. Nee, aber ich kann wieder laufen. Gerade ging das nicht mehr. How does someone love? Auf zu Pierre! Hallo Pierre, nicht Feierabend machen hier. Hey, du bist Eroshiva, die neue Bäuerin, oder? Ich bin Pierre, der Besitzer des örtlichen Gemischtwarenladens. Wenn du Saat brauchst, ist mein Laden der richtige Ort dafür. Ich kaufe dir auch deine Erzeugnisse zu einem guten Preis ab. I buy it at a high price. Dass du zumachst. Gottes Lachs. Oh, um Gottes Lachs. Ich gehe mal nochmal Richtung Strand. Vielleicht gibt's ja da was anderes. Ich will einen Rucksack. Oh, der kostet 2000. Nee, das That's expensive. Komm zurück, wenn Pierre im Laden ist. Er steht doch hier. Leg mich jetzt mit Bloodstarved Beast an. Meine Güte, Bloodstarved Beast ist eigentlich noch das einfachste in Bloodborne. Da gibt's ich will nachher. Einkaufen. Das sieht ja auch schön aus. Einkaufen. Ich glaube, der hat schon zu. Ich bin nur gerade noch so reingekommen. Du warst so dieser letzte Kunde. Ja, dann ist er einfach gegangen. Der 5 Minuten vor Feierabend ankommt und sagt so, ja. Erstmal schön. Ne? Umschauen hier. Ich weiß noch nicht so genau, was ich will. Ich habe solche Kunden werde immer ich hier gehasst. Eigentlich auch beraten, ja? Also, Echt mal. Das ist doch klar. Auch wenn ich 5 vor reinkomme. Kunde ist König hier. Also, da will ich jetzt eine Beratung. Welche Samen, yes, meinen Sie, eignen sich denn so am besten? Eine Brasse? Alter, ich kriege immer mehr neue Fische. Ich habe eine Brasse. Ui. Für eine Steufelbrise. Der Pierre geht einfach weg und setzt sich hier ins Feuer. Ey, Pierre, sitzt. Ich finde das echt nicht okay. Oh, warte. Dann gehe ich halt wieder in den Supermarkt. Ne? Also, oh, ist das eine Klippe hier? Klippenregel. Ich stand jetzt hier eine Stunde in dem Laden rum. Finde ich nicht okay. Grünalge. War Grünalge was wert? Ich glaube, ja. Pack mal da Draht beiseite. Keine Ahnung. Hallo, Tugel. Jetzt muss ich erstmal wieder den Weg zurückfinden. Hier ist noch Vogel. Geöffnet. Noch ein paar Kartoffeln? Kartoffeln verkaufen sich ganz gut. Ja. Und wir sind pleite. Entschuldigung. Martin, wow, wer bist du denn? Hi. Ich hol das alles wieder rein, ja? Lea. Alles ist nett, dich kennenzulernen. Hey, Lea. Eine gute Zeit gewählt, um herzuziehen. Der Frühling ist herrlich. Halt! Willst du Seealge? Ich wollte das nicht essen. Aber okay. Kelps geben guten Ertrag. Oh. Was sind denn Kelps? Also egal, was es ist, ich hab's gegessen. Vielleicht ist dir jetzt schlecht. Na, ich hab ein bisschen Energie wieder bekommen. Vielleicht ist dir danach schlecht. Kann das passieren? Ich glaube schon, ich weiß es nicht. Wäre aber lustig, wenn du den ganzen Tag dann das Haus nicht verlassen könntest. So, einmal die Angel noch rausschmeißen für heute. Oh Gott. Auf, dass wir einen guten Fang landen. Ich kann nicht mehr gießen, ich bin zu fertig. Aufgeweichte Zeitung. Oh, doch, doch, einmal schaffe ich noch. Oh, ich gehe schlafen. Ups. Ich schmeiße noch einmal die Angel aus und dann bin ich auch dabei. Ah, okay. Beziehungsweise ich schmeiße noch meine Fische in die Truhe. Ich habe immer noch nicht den der olle Willi haben will. Die olle Fischbagge. Deswegen, es schafft er selber auch nicht. Schätze ich mal. Die Frau war einkaufen, Kontostand 3 Euro. Aber ich habe auch schon alles gepflanzt. Also das kriegen wir wieder rein. Das ist eine Investition fürs Leben. Später, ja eben. Das ist eine Investition. Und ich sorge halt so für dieses dauerhafte Geld durch Fisch. Genau. Das ist so dauerhaft perfekt, ein bisschen Money ist das. Oh, ich habe aus Versehen mein Bett gegossen. Du hast mein... Ja, geil! Ich habe mein Bett gegossen, nicht deins. Achso, ich habe verstanden. Ich habe dein Bett gegossen. Ich dachte, was ist mit dir kaputt? Naja, ist auch nicht besser, dass ich meins gegossen habe. Und das, während ich schon drin lag. Wieso ist mein Bett so nass? Fischen Stufe 1, Angeleffektivität. Ja, geil! Cool. Das kann ableveln. Wie cool. Mhm.
Bäume lassen manchmal Samen fallen. Cool. Mein 257 durch Fischen? Mein. Ja. It's some good money. Das ist echt gut. Du machst mit der Fischerei das Geld rein und ich kaufe dann Samen und gebe alles aus. Perfekt. Gefällt mir. Profit. So können wir das durchziehen. Kann ich eigentlich auch fucking bei mir ins Haus legen? Mein Haus ist immer so dunkel. Achso, dafür bräuchte ich erstmal wieder Harz. Oh, wow. Gleich? Lang! Hallo? Du bist gegangen. Ja, ich hatte... Mein Internet war kurz tot, Sekunde. Nein! Ich hatte so ein Mini-DC. Oh. Warte, gib mir eine Sekunde. Ich kann bestimmt Aber wir doch... haben Post. Ja, warte, ich kann bestimmt wieder einfach so connecten, richtig? Ja, ich glaube schon, dass Spiel du einfach wieder reinhüpfen kannst. Gib also, mir. Chris, na. Gib mir mal eine Sekunde. Verbindung wird hergestellt. Ach, Algen. Caves sind Algen. Ah, hier. Schusch, Dude. Da jo. Ist er ja. Das ging ja... Ah, hier. Rocky zucki. There we go. Leichter als gedacht. Also, Chris. Und ich habe jetzt wieder Full Energy. Ja, du Cheater. Weißt du, ich wollte gerade sagen, oh, guck mal, wie schön überall die Blüten hier. Ja, total schön. Ich liebe das. Ein Albtraum für jeden Allergiker. Egal. Es ist einfach so schön. Hm. Sakura. Sembo und Sakura. Das ist ein echt harter Busch hier. So einen harten Busch habe ich noch nie gesehen. So einen harten Busch habe ich noch nie erlebt. Jetzt ohne Scheiß, der geht nicht drauf. Ja, da brauchen wir halt auch was Härteres, ne? Ja, da hab ich mir schon fast gedacht. Die Natur, du. Ich sag's dir. So, wo gehen wir denn heute mal längs? Ich geh nochmal dahin, wo ich gestern angefangen habe. Cool. An unsere geschätzten Joja-Marktkunden. Ach so, das heißt Joja, nicht Jojo. Ich sag nur immer Jojo. Ich dachte Jojo. Jojo, sagst du. Jojo! Jojo, Jojo, ja, egal. Unsere Teammitglieder haben den Landrutsch, der durch unsere Bohroperation in der Nähe des Bergsees ausgelöst wurde, entfernt. Ah, toll. Ich möchte euch daran erinnern, dass unsere Bohroperationen vollkommen legal sind. Gemäß Abschnitt lalala, GmbH-Gesetzesänderung. Verantwortlicher Umgang mit der örtlichen Umwelt ist unsere höchste Priorität. Wir entschuldigen uns für jegliche Unannehmlichkeiten, die diesen Unfall eventuell bereitet hat. Wie immer bedanken wir uns für eure fortwährende Unterstützung. Morris, Präsident für Joja-Kundenzufriedenheit. Ja, ich weiß ja nicht, was ich davon halten soll. Also ja, deswegen möchte ich da auch nicht so gerne einkaufen. I call bullshit on this one. Die sind nicht so geil da. Ah, ich sehe jetzt erst. Ah, weil ich hier die ganze Zeit am Ackern bin, verliere ich gerade mega Boom Energie. Das realisiere Deswegen ich jetzt war erst. Ich auch schon so müde. Sekunde, ich trinke eine Cola. Mach das. Oh yeah, das hat mittelwenig gebracht. Okay, was lernen wir da draus? Dumm rumhacken. Okay, und die Tatsache, dass ich die ganze Zeit auf diesem einen Busch eingedroschen habe, der nicht gestorben ist. Ich glaube, deswegen bin ich jetzt schon wieder so halb tot. Ja. Okay, oh, die Mine ist freigeschaltet. Welche Mine? Die Höhle? Moment, da oben die Mine, wo wir haben? Anscheinend. Wo stand es? Wann? Wie? Warum? Ich guck mal. Ich geh mal weiter Richtung Süden. Meine Güte, wie weit geht das hier? Sehr, sehr weit. Ich merke schon. Oh, Blumen. Oh, das ist ja gar nicht die Mine. Hier ist ein Haus. Nee, ein leeres Haus. Sieht verlassen aus. Hier. Aha. Und was kann ich jetzt hier machen? Hier ist Klippe. Was ist hier? Ich glaube, das war es nicht. Vielleicht ist woanders eine Mine. Ja, wahrscheinlich. Nur bestimmte Bäume. Ah. Ups.
Meine Axt ist zu scheiße. Von der Stadt aus nach Norden. Ah, okay. Richtung Norden? Mhm. Ah, schau mal, na guck. Oh, Frühlingszwiebeln. Hm. Es ist verschlossen. Das finde ich ja jetzt nicht so toll. Ups. Oh. Wo kommt das? Dann musst du es halt öffnen. Ich habe gerade den Abfluss gefunden und Jesus Christ, sieht das nicht gesund aus. Nicht? Oh, ich glaube, das ist wegen dem Jojo-Markt. Ich sag auch schon Jojo-Markt. Ohne Scheiß. Alter. Okay, ich glaube, wir sollten echt irgendwie da nicht mehr einkaufen. Nicht mehr da einkaufen. Nee, ich. Also. Die versauen mir meine Angelstelle. Oh. Ja, die machen doch irgendwelche komischen Bohrungen und so. Alter, ich bohr den gleich eine. Ja. Ui. Was habe ich denn da gefunden? I have watched enough anime how to use a Giga Drill Breaker. Ah, ich will den Busch loswerden. Danke. Ui, was ist das? Ein Kiefernzapfen. Oh, ein Hase. Der wird gleich verkauft. Ein Hase? Wo? Ich habe einen Hasen hier gesehen. Oh, jag ihn. Kann ich? Vielleicht. Ich meine, der ist in dem Busch hier verschwunden. Ahornsamen. Oh. Ich will aber gar keinen Ahornbaum eigentlich. Naja, doch, vielleicht hier hinten. Ein gezielter Baum. Hey, wie ist das Wetter so? Tierbedarf. Ungültige Position. Ein Heizgerät kostet 2000. Alter. Eine Schafschere. Mhm. Dekorativer Heuballen. Ah. Huh. Ein dekorativer Heuballen. Das habe ich mir schon immer gewünscht. Hey, ich nehm's, wenn's sein muss. Marnie. Oh, die ist ja eine Süße. Ja, vielleicht kannst du die ja heiraten. Ich meine, vom Haarstyle her wird sie auch so zu mir passen. Ah, Bürgermeister Lewis hat mir gesagt, dass du gerade angekommen bist. Ich bin Marnie. Oh. Achso. Ach, sobald ich hinterm Tresen stehe, ist es, ne? Verkaufe Nutztier und allerlei Hilfsmittel zu Ranch. Dann schau ich mal vorbei. I already did this. Oh, jetzt kann ich nicht mehr mit dir reden. Oh. Jetzt bist du. Achso, weil du mit gehen. Okay, gut. Gut, geh halt. Okay. Geh ich halt angeln. Oh. Hier ist auch eine super Angelstelle. Kennst du die schon? Warte bei mal. Uns? Warte mal. Karte da. Warte, ich komm da mal hin. Hey, Keks. Wen Keks? Was ist das für eine Musik? Wo? Wenn ich hier... Wenn ich hier unten bin, höre ich so komische Klackgeräusche. Das bin ich, weil ich baue. Jetzt nicht mehr, oder? Ja, jetzt nicht mehr. Ja, weil ich aufgehört habe. Du hörst mich halt, was ich so mache. Ich höre dich ja auch laufen. Okay, hier bist du irgendwo. Vielleicht müsst ihr den Hasen fangen und an der Statue opfern. Nein. Nein, das wäre... Nö. Nein, das möchte ich nicht. Ich auch nicht. Hasen sind toll. Nein. Ja. Ich angel Essen mal beim Schreien vielleicht. Von... Was? Warte auf meine Rückkehr, Beginn des dritten Jahres. Gib Mani mir Blut. Ist kein Heiratskandidat. Oh, das ist was? Oh. Ja. Ist voll cute eigentlich. Jetzt hat er sich doch verliebt. Vielleicht geht's ja trotzdem. Muss man einfach oft genug irgendwie Kartoffeln schenken oder Fische. Oder keine Ahnung. Ja, ich hab Fische. So jeden Tag mit 5 Fischen. Ja. Hier, have a fish. Schwarzbarsch. Und flonk. Grünäugig. Ach, guck mal. Ich würde das gern gerade einfach nur fressen eigentlich. Ich würde das hier gern einfach nur zumachen. Ah, jetzt. Ach, pack die Kohle. Oh, pack mal die Kohle mal weg. Lehm. Will kein Lehm. Grünalge essen. Norm. Bisschen Energie. Weiter angeln.
auf das Großvater uns eine gute Angelernte bescheren mag. Nicht wahr, Großvater? Bin mir ja noch nicht so sicher, ob der so ganz koscher ist, der Großvater. Ich auch nicht. Ich habe schon wieder eine Cola geangelt. Wer baut einen Altar von sich? Also. Erstmal, wer baut einen fucking Altar von sich und hinterlässt dann eine Nachricht? In 3 Jahren komme ich wieder. Ups. Genau das. Mein Sohn, in 3 Jahren komme ich wieder. Und wehe, dann schaut's hier nicht gut aus. Lege $3000 bereit. Oder es wird ein Massaker passieren. Okay, ich bin dann mal weg, ne? Wenn wir das Land verlassen, findet er uns vielleicht nicht. Wenn wir uns weit genug von seinem Altar entfernen. Großvater ist merkwürdig. Ich krieg gerade nur Alge. Ich fress die einfach, damit ich hier ein bisschen mehr Power hab, um weiter zu angeln. Ich bin schon todmüde. Ich gehe jetzt ins Bett. Tu das. Ich glaube, morgen sind unsere Kartoffeln und Pastinaken fertig. Energie Recharge. Dann bring ich auch mal Geld rein. Bis jetzt habe ich ja noch gar kein Geld eingebracht, gell? Ich heute auch nicht so viel. Ich habe versucht zu flirten und es hat nicht funktioniert. Oh. Stellt sich heraus, Frauen stehen nicht so auf Alge. Verdammt. Ja, ich weiß. Leute fragen sich, warum ich Single bin. Aber Algen sind doch so gesund. Das Schlimme ist, ich mag das Spiel irgendwie mittlerweile. Es ist so sehr, sehr entspannt einfach. Ja. Wieso ist das schlimm? Das ist doch schön. Ja, ne? Schlimm ist es nicht, aber es ist dann wieder so ein Spiel. Das letzte Mal, hatte ich das mit Skyrim. Und dann hatte ich die Tage, Wochen immer nur Skyrim gestreamt. Die Leute haben schon gesagt, so, Alter, mach doch mal was anderes. Und eigentlich haben sie es nicht gesagt, aber ja, Mensch. Warte mal ganz kurz. Ach, shit, mir fehlt Holz für eine Kiste. Mach ich mir gleich eine. Au. Ich schlafe. Oh. Bist du umgefallen? Was? Siehst du gerade denselben Shit, den ich sehe? 5. Tag im Frühling, Jahr 1. Wenn dir das nicht gefällt, dann, Das meine ich nicht. Warten auf andere Spiele. Warte kurz, bevor du zum Beet gehst, ja? Okay. Warte ganz kurz, bevor du dahin gehst. Ich bin noch im Bett. Okay, du kannst kommen. Was ist denn? Du hast das nicht gesehen? Du machst mir Angst. Da war eine Fee über Nacht und hat unser Beet bestäubt. Was? Ja! Jetzt no shit. Ich denk mir das nicht aus. Da war eine Fee und hat unser Beet bestäubt. Was? Wie hast du das? Die war genau hier. Genau hier. Nein, das war's doch du. Nein! Du hast doch wieder Drogen genommen. Da war eine... Leute, back me up, please. Jesus, ihr habt's doch auch gesehen. Was? Gondual hat's gesehen. Da war eine Fee. Da war eine Fee und die hat unser Beet bestäubt. Und wie sah sie denn aus, die Fee? Wie eine Fee halt aussieht. So klein, Fee-like. Mhm. Hat sie auch mit dir gesprochen? Nö, sie kam so, hey, kam so aufs Beet, hat ihren Scheiß abgeladen und ist abgehauen. Und wo warst du zu dem Zeitpunkt? Im Bett. Dann hast du es geträumt. Ich hab da... Du siehst es doch vom Bett aus gar nicht. Oder ist das hier dein Zuhause? Nein, tschüss. Pass einfach auf, wenn du das verkaufst. Ich habe Angst, dass die explodieren oder so. Okay. Was brauche ich für... Ich brauche Holz. Was hast du eingepflanzt? Und hast du davon genascht? Nein, hab ich nicht. Da war echt eine Fee. Und dann dieses Looks like Link-Emote.
Da war eine Fee. Echt? Okay. Jetzt no shit, da war wirklich eine Fee. Wieso wurde das bei dir nicht angezeigt? Keine Ahnung. Ich will mit der Fee reden. Wieso passiert mir immer nur so ein Scheiß? Oh, wir haben eine Pastinake, die besonders toll ist. Siehst du? Das ist die Fee! Und eine Kartoffel auch. Ich habe hier ein Zelt eine gefunden besondere. Mit Linus. Jemand Fremdes, hallo. Das will ich nicht stören, ich lebe allein hier draußen. Ah, du bist also ein Penner. Hier, Hapax. So kann man das auch sagen, gell? Warum gibst du mir sowas? Denkst du, ich mag Müll nur im Zelt leben? Das ist furchtbar. Ja. Wow, was ein... Die Nebenwirkung von den 1000 Algen, ich glaube auch. Hast du die Algen vielleicht gegessen? Jetzt ist dieser Typ hinter einem fucking Busch. Ja, Alter, was... Das war eine fette Hummel, die aufs Beet gekackt hat. Ah, das ergibt doch viel mehr Sinn. I am not insane. Okay, wir glauben dir. Hier ist eine Tanuki. Wieso ist hier eine Tanuki-Statue? Also langsam wird das Spiel mir creepy. Ich geh jetzt angeln, fuck this. Geil, eine zerbrochene CD. Ich hab unser Geld ausgegeben. Ich sehe schon. We got 9. Treffer. Eine Pummelhummel. Eine Pummelhummel? Das ist eine Powerhummel. Oh, wow. Oh, da war aber ein... Komm her, du Fisch. Dich kriege ich. Du entkommst mir nicht. Das sag ich dir. Menschen haben echt keine Lust auf mich, ich sehe schon. Ich bin zu Anime für diese Leute. Voll. Come on. Yes. It's aber da rennt noch so einer rum mit so ganz schwarzen Haaren. Vielleicht freundest du dich ja mit dem an. Vielleicht ist es jemand, der tatsächlich kein Arschloch ist, wer weiß. Ja, der hat die gleiche Frisur wie du. Norm. Ich bin auch so ein merkwürdiger Angler, ne? Ich fress die ganze Zeit nur Algen. Ah, da wissen wir schon, was das mit der Fee war. Eine Alge für mich? Hm? Willst du damit sagen, dass die Algen tatsächlich, dass sie... Das Halluzinationen hervorrufen? Yeah. I am not fucking insane. Das weißt du ja nicht. Ein Karpfen! Sogar einen richtig großen Karpfen. Hm, und eine Mine? Eine Wiener. Ein Typ mit einer Augenklappe. Der heißt oh. Marlon. Hi. Hi. Ich hab gerade einen Blick in die alte Minenschacht geworfen. Seit Jahrzehnten verlassen. Trotzdem denke ich, dass es dort unten ein gutes Erz gibt. Aber ein dunkler, ungestör so lange Zeit. Ich befürchte, Erze sind nicht das Einzige, was du dort unten finden wirst. Oh. Hi. Hier, nimm das, du wirst es brauchen. Nimm dieses Schwert. Er hat mir wirklich ein Schwert gegeben. Wirklich? Ja. Das war wirklich eine Zelda-Anspielung. Ich hab ein rostiges Schwert. Das ist gut. Ja, ich bin in dieser Mine jetzt, wo du erzählt hast. Ich komme. Mein Name ist übrigens Marlon. Ich leite die Abenteurer-Gilde da draußen. Du bist mir sympathisch. Hast zwar nur 50% Sehstärke, aber mein Gott. Ich werde dich im Auge behalten. Du meinst in dem einen, das du hast? Ich werde mir überlegen, auch dich aufzunehmen. Cool. Die Anspielung ist cool. Scheint nicht zu wo ist denn die Mine? Kannst du mich auf der Karte sehen? Ah, ganz da oben, ja. Mhm. Ich bin so ein bisschen nördlich gegangen. Das ist cool. Kann ich das hier... Spitzhacke ist noch nicht stark genug. Alter, wie cool. Außer Betrieb. Ich gehe mal runter, nur mal zu gucken. Ja, wenn da unten was Gefährliches ist, dann schreist du und ich weiß Bescheid, okay? Und dann komme ich nicht auch runter. Dann bist du halt tot. Ah, ich kann blocken. Ah. Nein, wow. Ich bin da der Held. Okay.
bin aber irgendwie falsch gegangen hier. Ah, da geht's hoch. Ich sollte vielleicht nicht immer alles mit mir rumschleppen. Ich meine, ich brauche gerade keine Gießkanne. Vielleicht findet Tusch dort unten eine Freundin. Ja, vielleicht. So eine komische, die da unten schon seit 20 Jahren lebt. Mit ihren 5 Katzen. Vor allem jetzt habe ich hier auch, das ist noch interessanter, jetzt wo ich hier unten bin, habe ich tatsächlich eine Lebensanzeige. Ich habe nicht nur Energie, sondern auch Leben. Also, I can die. Ach du Scheiße, okay. Das Problem ist, man kann, I like man kann Möbel kaufen. Wir haben 9 Dollar. Du kannst dir einen Kamin kaufen. Hier ist einfach zwischen 1000 und 3000 gibt's Kamine. Ist das Erz? Wie schön. Habe ich Gold gefunden? Warte mal. Ein Winterstuhl. Ich schmeiß mal oder esse ich einfach den Lauch? Komm, Norm. Nom, nom. Ich fress mal ein paar Frühlingszwiebeln roh. Wenn ich hier also wieder heute Nacht irgendwas Merkwürdiges träume. Ja, ich habe Kupfererz bekommen. Okay. Abigail. Okay, ich habe. Hier ist ein Fass. Vielleicht das Fass. Hier ist aber auch so eine komische Statue, gell? Bei der Mine. Ja, eben, das meine ich ja. Da ist so eine komische Tanuki-Statue. Mhm. Weil wenn du gerade mal... Ich bin schon auf der zweiten Ebene, sag ich mal. Okay. Und hier ist... Ich kann es nicht mehr aufnehmen. Ich bin voll und ich möchte ehrlich gesagt nichts wegwerfen gerade. Ich komme. Ne. Ich rede gerade mit dem Marlon. Mhm. Mit Maron. Marlon. Brando. Ich meine, jetzt ist ja schön und witzig, dass ich jetzt hier Kupfer habe, aber was soll ich damit? Was mache ich damit? Keine Ahnung. Hier, nimm das. Du wirst das brauchen. Dun, 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 dun. Sogar mit der Bewegung. Wie geil. Warte, hier unten ist noch mehr. Oh shit, ein Monster. Ein kleines Schleimchen. Ah. Oh. Okay, das Ding. He dead. Und jetzt liegt hier Slime, den ich nicht nehmen kann. Weil ich voll bin. Hätte ich das mal geahnt, dann hätte ich hier mit... Das ist cool. Ich komme. Was ist das denn? Stirb. Nee, das wusste ich noch nicht mal. Das ist eine Krabbe. Ich habe Stardew Valley gespielt, aber Killerkrabbe. Ich war nie in der Mine. Ich bin ein blöder Stardew Valley, oder ich war ein blöder Stardew Valley Spieler. Das Einzige, was ich gemacht habe, war Felder bestellen und Samen einbuddeln und das dann verkaufen. Mehr habe ich nicht gemacht. Und dann kommt so ein Adventurer like me und guck mal, und hier ist eine Mine. Dann geht's voll ab. Dann geht's voll ab, yeah. Und dann hast du auf einmal Minen. Das geht über eure Vorstellungskraft. Das heißt jetzt also, ich habe zwei Dinge. Ach, hi. Ui, hi. Da, den kannst du mitnehmen. Hat eine Bob-Mannschaft. Weil ich kann es nicht mitnehmen. Ja, ich muss noch was wegschmeißen. Ich habe einen komischen Schleim. Und hier oben ist auch noch was, das kann ich auch nicht mitnehmen. Ah, das ist das. Okay. Pass auf die Lebensleiste auf, wenn du, wirst du bewusstlos und verlierst eine Menge Stuff. Okay, habe ich mir schon fast gedacht. Aber okay. Ich gehe wahrscheinlich wieder. Wo bist du denn? Ich gehe wieder die Treppe hoch, also ich bin auf dem Weg zurück. Ach, du bist runter, noch eins runtergegangen. Du warst doch gerade bei mir. Nein! Du warst auf einmal weg. Hier. Ah. Ja. Ich gehe nur wieder aber hoch. Aber ich will runter, ich will noch ein Monster sehen. Sonst lass morgen nochmal hier hingehen, dann gehen wir zusammen hier runter. Ja, können wir machen. Aber hier, weil hier liegt noch was und ich kann es nicht mitnehmen. Das it bothers me. Das ist niedlich. Hm? Das sind das süße kleine Schleime. Ach, bist du jetzt echt nochmal runtergegangen? Ja, ich wollte einen Schleim killen. Jetzt gehe ich hoch. Mine verlassen. Cool. Na gut, dann lassen wir es halt da. Fuck this. Okay. Sehr schön. Ist eh schon spät. Ja, eben. Ich riech schon nichts mehr, guck. Weißt du, eigentlich wollte ich nur angeln gehen, dann habe ich diese Mine entdeckt und jetzt kann ich voll der Adventurer sein. Voll cool. So, jetzt ist die Frage. Ist voll scheiße. Jetzt ist die Frage, soll ich das Kupfererz verkaufen? Ja, im Moment wissen wir ja eh nicht, was wir damit machen sollen. Also verkaufen. Und nicht mehr wissen, was es wert ist auch.
Guter Punkt. Bleib mal stehen. Okay. Okay, es gibt kein Friendly Fire. Das ist gut. Ja. Na, verkaufen wir das Erz mal. Ja. Zusammen mit dem Fisch. Fisch. So, und dann... Ja, bevor ich jetzt hier nämlich... Ah, shit, ich habe kein Harz. Baue ich erstmal eine Kiste. Und pack sie... So. Ins Bett. Huch. Oh, pack sie... Da kann ich sie nicht hinpacken? Pack ich sie halt hier hin. Okay, hier kann ich ja alles Mögliche reinpacken. Packen wir mal Stein, Holz, Zeug, Sense, die Hacke packen wir mal weg, die Gießkanne werden wir morgen nicht brauchen. Ich glaub, doch, morgen schon. Die Gießkanne? Ja, zum... Ja, du brauchst sie vielleicht nicht. Ich habe ja jetzt immer gegossen, ne? Man kann die Truhe sogar einfärben, wie cool. Ja, aber irgendwie schaut die in Holz am besten aus, finde ich. Ich habe sie jetzt rot gemacht, so. Ja? Rot ist nice. Schauen wir mal. So, mal gucken, morgen ist sie wieder braun. Level up, Minenarbeiterstufe 1, Spitzhackeneffektivität. Ah, eine Vogelscheuche. Neues Herstellerrezept. Bei mir habe ich so eine komische Bombe. Was? Eine Bombe? 1200? Damit du deine blöde Fee wegspringen kannst. Alter, durch die Kartoffeln haben wir ja richtig verdient jetzt. Mhm. Alter. Sicher. Das kriegen wir wieder rein. Das müssen wir jetzt nachhalten, dass ich hier diese Fee gesehen habe, ne? Ein bisschen. Ich merke schon. Nein, nein. Oh.